bist eine sportliche oder sogar sehr sportliche Skifahrerin, dann ist der Fischer ERC World Cup genau der richtige Ski für dich. Er benötigt eine aktive und technisch visierte Skifahrerin. In dem Video testen wir jetzt die Fahreigenschaften des Skis. Viel Spaß bei den Aufnahmen. Ich bin Katharina. Ich bin Mitglied im Profi-Skitest-Team vom DSV. Ich darf euch herzlich willkommen heißen auf dem Pitztaler Gletscher. Wir testen heute gemeinsam den Fischer ERC4 World Cup. Wir haben Top-Bedingungen. Die letzten Tage hat es ein bisschen Neuschnee gegeben und jetzt ist die Sonne rausgekommen. Also, auf geht's! Ihr habt das jetzt schon in die Aufnahmen gesehen. Also ich habe schon richtig coole Fahrten gehabt. Wir haben Top-Bedingungen. Wir kommen jetzt dann zu den Fakten. Dann fahren wir aber erst nochmal Runden und später erzähle ich dann meine Testergebnisse und mein Fazit. Das Carbonnetz, das was ihr da auch seht, unterhalb von der Bindung, ist oberhalb vom Holzkern. Das bietet maximale Power und Stabilität in den Kurven. Durch die Gewichtsreduzierung der Lochschaufel mit der Kombination der Gewichtsreduzierung am Skiende haben wir ein verbessertes Schwingungsverhältnis und eine optimale Laufruhe. Der Slalom-Cover hat eine Mittelbreite von 66 mm. Ich fahre den Ski in der Länge von 1,65 und einen Radius von 13 m. Er sollte ungefähr 15 bis 20 cm kürzer sein wie euer Körpergröß. Aber wenn ihr da Fragen habt, fragt einfach euren Sport-2000-Händler, der kann euch da beraten. Jetzt aber genug zu den Fakten. Wir gehen jetzt nochmal in den finalen Skitest und kommen dann später zum Ergebnis und zum Fazit. Nun heißt es, Fazit zu ziehen. Der Fischer ERC4 World Cup SCWS ist ein sehr sportlicher und dynamischer Damen-Slalom-Cover. Mich hat er vor allem in die mittleren und in die langen Kurven auf der Kanten überzeugt. Auch bei hoher Geschwindigkeit habe ich mich sehr wohl gefühlt. Er hat eine hohe Laufruhe. Ich darf den Ski einer aktiven und kraftvollen Skifahrerin empfehlen, die die nötige Technik besitzt und gerne mal sportlich auf der Kanten fährt. Ich habe heute ein richtiges Race-Feeling erlebt. Auch bei hoher Geschwindigkeit habe ich eine große Sicherheit empfunden. Aus diesen Gründen ergeben sich für mich folgende Bewertungen. Bei der Drehfreudigkeit kriegt der Ski von mir eine 4 von 5, da ich ihn sehr agil erlebt habe. Die Kante hat immer einen sehr guten Griff gehabt, deswegen kriegt der Ski beim Kantengriff eine 4 von 5. Der Ski war in der Kurvensteuerung sehr präzise zu fahren, deswegen kriegt er in der Steuerqualität eine 4 von 5. Durch das Carbonnetz haben wir eine hohe Laufruhe. Auch hier haben wir eine 4 von 5. Der Ski hat mir halt schon ein bisschen was abverlangt. Deswegen darf ich sagen, er hat einen leicht fordernden Fahrcharakter. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Wenn ihr noch mehrere Videos vom Skitest Sport 2000 sehen möchtet, einfach reinklicken in den Link. Viel Spaß beim Anschauen. Ich sage Servus aus dem Pitztal.